Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Vielen Dank dem Lobpreisteam. Das waren gigantische Texte. Ich kannte die alle nicht. Bin sehr berührt, sehr ermutigt. Eigentlich brauche ich gar nicht mehr predigen. Es ist alles gesagt. Aber ich fasse noch mal einige Dinge zusammen und spitze sie ein bisschen zu. Wir befinden uns in einem permanenten Krisenmodus, jetzt seit Jahren. Und ein Krisenmodus, der sich seit dieser Woche eher verstärkt, als dass er überwunden wird. Als ob nicht Klimakrise, Corona-Krise, Finanzkrise, Energiekrise genug wären und uns lang genug beschäftigt haben. Und dann buddeln wir uns gerade raus und freuen uns auf einen unbeschwerten Sommer. Und dann diese Woche. Ukraine-Krise oder Russland-Krise, reale Kriegsgefahr und mir stockt der Atem. In meinem bewussten Leben habe ich das noch nicht gehört und wahrgenommen, was ich diese Woche gehört habe. Nicht nur, dass da Krieg in Europa ist, sondern was da nachdenkliche Menschen auch alles in ihren Köpfen haben. Da wird von Weltkrieg geredet. Da wird von Atomkrieg geredet. Und das alles sind reale Gefahren und nicht irgendwo auf dieser Welt, sondern in unserer Reichweite. Es trifft uns. Die Konsequenzen aus all diesen Krisen wollen uns natürlich nicht schmecken. Günstigstenfalls müssen wir nur einige Zeit den Gürtel enger schnallen. Das ist auf alle Fälle klar. Denn Krieg kostet etwas. Energiekrise kostet etwas. Also alle unsere Finanzpläne, wir müssen sie neu überdenken. Wir ahnen, nach Corona und nach diesem Krieg wird die Welt nicht mehr so sein, wie sie war. Das war schon nach Corona klar. Das wird jetzt in diesen Wochen noch klarer. Unsere vermeintlichen Sicherungssysteme sind sehr fragil geworden. Worauf kann man sich heute noch verlassen? Welches Wort gilt noch? Welche Verträge haben Gültigkeit? Unser gewohntes Leben ist bedroht. Die Unbeschwertheit ist weg. Frage, die sich jedem von uns stellt: Wie können wir hier leben? Ja, vielleicht sogar die Frage: Wie können wir hier überleben? Und ich glaube, wenn ihr die Nachrichten verfolgt, übertreibe ich jetzt hier nicht und bin ich hier jetzt irgendwie ein Schwarzseher, sondern das sind reale Fragen, auf die wir Antworten finden müssen. Und Menschen reagieren ganz unterschiedlich darauf. Man kann jetzt diese Probleme im Karneval wegfeiern und wegtrinken. Man kann die Probleme verdrängen, einfach nicht wahrhaben wollen, sich den Nachrichten verschließen, Vogelstrauß-Politik betreiben. Man kann auch Probleme intellektualisieren und jetzt die großen Diskussionen anfangen und geschichtliche Parallelen bemühen und versuchen, daraus irgendwie jetzt ein verständliches Konstrukt zu machen, was da an Kriegstreiben los ist. Man kann auch vor den Problemen davonlaufen, wie ja einige unserer Mitbürger es bereits getan haben. Paraguay ist das neue Paradies. Da ist die Welt in Ordnung. Ist sie das wirklich? Man kann auch angesichts der Probleme resignieren. Man kann Ängste entwickeln und sich dann ganz ins Private zurückziehen, die Kellerregale füllen mit Vorräten und die Schotten dicht machen und in Angst ersticken und in Einsamkeit. Oder man kann gute Wege der Bewältigung suchen, sich auf Veränderung einstellen, die Herausforderung annehmen und sich neu fokussieren. In diesem Zusammenhang taucht dann auch in der Öffentlichkeit immer wieder ein Stichwort auf,
das ich heute aufgreifen möchte. Dieses neudeutsche Wort Resilienz. Das ist das Gebot der Stunde. Jetzt ist Resilienz gefragt. Das Wort stammt vom lateinischen resilere, also abprallen, zurückspringen. Unter Resilienz wird die Fähigkeit verstanden, an Widerständen nicht zu zerbrechen, sondern sich als widerstandsfähig zu erweisen. Resiliente Menschen zerbrechen nicht, sie lassen sich nicht unterkriegen. Sie haben eine gewisse Widerstandsfähigkeit entwickelt, wenn sie sich in dramatischen Situationen befinden, wenn sie Krisen auszuhalten oder Schocks zu verarbeiten haben. Ohne Frage ist Resilienz etwas, was wir jetzt alle, du und ich, unsere Familien, wir als Gemeinde, unsere Nation, die Ukrainer, die Führungskräfte in der Ukraine dringend brauchen. Nicht unter die Probleme zu kommen, nicht den Problemen wegzulaufen, sie zu verdrängen, sondern sich in den Problemen bewähren. Das ist gefragt. Resilienz zielt letztlich auf das Glück gelingenden Lebens inmitten aller Herausforderungen, aller Krisen, aller Verwundungen, aller Unvollkommenheiten. In all diesen Konflikten dabei bleiben, durchhalten können, das ist heute gefragt. Die Psychologie ermutigt uns, Resilienz kann man erwerben. Natürlich gibt es Menschen, die von sich aus robuster, widerstandsfähiger sind als andere, vielleicht das sogar geerbt haben. Aber die gute Nachricht ist für uns alle, wir können es auch lernen, zurechtzukommen in diesen Konflikten, widerstandsfähig zu sein, nicht unter die Probleme zu kommen, sondern sie zu überwinden. Und das ist dann kein Zustand, sondern ein lebenslanger Prozess, ein Entwicklungsergebnis. Dabei gilt, Resilienz kann entwickelt werden, wenn man bereit ist, sich den Realitäten zu stellen, den Konflikten, die Resilienz notwendig machen, und den persönlichen inneren Realitäten, die deutlich machen, dass wir uns vielleicht verändern müssen, um diese Widerstandsfähigkeit zu entwickeln. Und wenn man Resilienz entwickeln muss, braucht es persönliche und soziale Kraftquellen. Das habe ich alles bei den Fachleuten abgeschrieben, die über Resilienz schreiben. Die Psychologie, die uns das erzählt. Aber ich bin hier kein Psychologe. Ich bin hier Prediger des Evangeliums und komme zu dem Ergebnis, dass das, was wir unter Resilienz verstehen, dass es auch Thema der Bibel ist, Thema unseres Gottes ist, dass wir das Ganze auch aus biblischer, geistlicher Perspektive sehen. Resilienz ist das große Anliegen Gottes für seine Leute. Und unser Glaube bietet beste Voraussetzungen, Resilienz zu entwickeln. Und da möchte ich euch mit hineinnehmen. Wir wollen von Paulus lernen. Also mir ist es mit dieser Predigt ganz, ganz komisch gegangen. Ich hatte eine Predigt fertig für heute, habe mich mit Johannes abgestimmt am Montag, war ganz entspannt, ich habe es im Kasten. Und dann kam der Einmarsch und ich wusste, jetzt schlägt eine andere Stunde. Ich muss irgendwie diesem Thema gerecht werden, das jetzt in unseren Köpfen und Herzen ist, und kann euch da nicht mit schönen anderen Themen beglücken. Aber ihr habt ganz andere Fragen. Wie kommen wir hier durch? Und dann habe ich mich sofort erinnert, wir haben ja so einen guten Gott, der uns, wenn wir wachsam sind, offensichtlich immer wieder schon vorbereitet auf das, was kommt. In der Woche vorher, also vor dem letzten Montag, habe ich in der Losung, ich bin jetzt nicht der große Losungleser, aber immer wieder nehme ich sie dann auch mal, Losung und Lehrtext gelesen, und da lese ich im Lehrtext einen kleinen Text von Paulus, ganz bekannt, ganz allgemeine Wahrheiten, holt heute keinen hinter dem Ofen hervor, und ich lese diesen kurzen Satz
und bin so innerlich getroffen, dass aus meiner stillen Zeit ein 3-Stunden-Ding wurde. Ich musste diese Verse im Zusammenhang lesen. Ich habe mir einen Kommentar genommen. Ich habe irgendwie gespürt, das ist ganz wichtig. Und in der Beschäftigung damit kam die Frage, ja, soll ich das irgendwann mal predigen? Willst du mich auf etwas vorbereiten? Und dann diese Woche. Und auf einmal ist es mir irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich glaube, der Herr will uns vorbereiten auf diese Tage. Zum Beispiel mit 1. Korinther 16, 13. Das waren die Verse, die ich da gelesen hatte. Seid wachsam, haltet unbeirrbar am Glauben fest. Seid mutig und seid stark. Und lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Das wusste ich vorher schon alles. Habe ich schon immer wieder mal gelesen. Nette Worte, oder? Und auf einmal werden aus diesen Worten ein Energiestrom. Und ich spüre, das hat was mit mir zu tun, das hat was mit uns zu tun. Der Geist der Gemeinde spricht zu seiner Gemeinde in eine spezifische Situation hinein. Ohne dass der Begriff Resilienz hier auftaucht, zielen diese Worte genau auf diese Fähigkeit. Sie sollen uns stark machen. Ich höre, wie Gott seine Gemeinde stark reden will und ihr begegnen will in aller Verunsicherung, in all den Ängsten. Dass wir zu den Hoffnungsträgern werden, nicht unter die Probleme kommen, mit den Wölfen heulen, sondern stehen wie eine Eins in dieser Welt und Menschen sich an uns orientieren können. Und so rüstet der Himmel auf, die Engel Gottes rüsten auf, der Heilige Geist ist da, Jesus ist da, um seiner Gemeinde zu dienen in kritischer Zeit. Und jetzt vor allen Dingen den Schwestern und Brüdern in der Ukraine, die die Luft anhalten, die heute Morgen sich versammeln, mit einem Ohr draußen sind, hören wir irgendwelche Raketeneinschläge und wie die Weltmeister auf ihren Knien liegen, Zeit und Stunde vergessen. Auf einmal sind ganz andere Fragen da und sie entwickeln etwas durch die Gegenwart Gottes in ihren Gemeinden. Schauen wir uns an, was die Auslöser sind, die Paulus solche Sätze der Gemeinde hier in Korinth sagen lässt. Was hat hier Resilienz notwendig gemacht? Ich will ja den Text auch ein bisschen ernst nehmen und nicht nur jetzt hier unsere Situation verstehen. Da sehen wir, dass die gesellschaftlichen Umstände in dieser Hafenstadt Korinth für die Christen, für diese Gemeinde eine riesige Herausforderung stellten. Da mussten sie lernen, Widerstandskraft zu entwickeln. Korinth war eine Handelsmetropole mit einem starken sozialen Gefälle, Arm und Reich, Verteilungskämpfe, Ungerechtigkeiten. Und dann eine Stadt, die für jeden Christen eine riesige Versuchung darstellte. Sein Leben in materiellen Ambitionen zu verlieren oder in einem ausschweifenden Sexualleben in dieser verrückten Großstadt, wo alle Maßstäbe weggebrochen war, wo man sich gehen ließ und viele Angebote hatte, seine eigenen Bedürfnisse zu stillen. Und hier will Paulus seine Gemeinde aufpumpen, mit Kraft zu widerstehen. Dann ist der gesamte Gemeinde, der ganze Brief des Paulus an die Korinther ja ein Brief, der in eine konfliktgeladene Gemeinde hineinspricht. Da geht es drunter und drüber, theologische Probleme, ethische Probleme, soziale Konflikte, auch hier das Arm-Reich-Gefälle und was sich da die Reichen in der Gemeinde gegenüber den Armen geleistet haben, es schrie zum Himmel. Und dann noch die Machtkämpfe in der Gemeinde, die einen für Apollos, die anderen für Paulus. Da waren dicke Probleme zu bewältigen. Und die Gemeindeglieder mussten damit fertig werden. Und einige wollten das Laufen bekommen. Problemlos
Wo sollten sie hingehen? In ihrer Gemeinde gab es nur diese eine christliche Gemeinde und nicht die zig anderen Denominationen, wie wir sie heute kennen. Also entweder dabei bleiben, durchkommen oder aussteigen aus der ganzen Nummer. Den Glauben an den Nagel hängen. Das waren reale Herausforderungen. Und Paulus versucht, seine Gemeinde stark zu reden. In dem näheren Umfeld dieser Verse sehe ich dann noch andere Herausforderungen. In Vers 7 beschreibt Paulus, wie Gott ein manchmal unberechenbarer Gott ist. Er macht da seine Pläne für seine Missionsreisen, aber hat immer so die Frage im Hinterkopf, macht Gott da auch mit oder kommt wieder die große Korrektur? Ich habe das Fahrticket schon in die nächste Stadt gebucht und dann höre ich, nicht dahin, sondern dorthin. Und er muss wieder seine Koffer packen, die neue Fahrkarte kaufen und in die andere Richtung gehen. Und das geschah ständig. Der Heilige Geist wehrte mir und ich musste da und da hingehen. Kreuz und quer führt ihn dieser Heilige Geist durch Europa. Und man denkt, hast du eigentlich eine Peilung, Heiliger Geist? Geht das nicht auch einfacher und klarer? Kannst du mir nicht das Konzept vorher geben, den Plan? Paulus musste sich ständig neu orientieren, Resilienz entwickeln. Und das ist unser Ding. Gott ist nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Nicht so berechenbar, nicht so der Erfüller unserer persönlichen Wünsche. Gott ist Gott und mutet uns ständig andere neue Herausforderungen zu. Oder ist es nur bei mir so? Nachvollziehbar? Herr, wo bist du? Herr, warum das denn jetzt? Wir müssen Antworten finden. Und darum pumpt Paulus seine Leute auf, weil er das Spiel kennt. Oder ich denke an Vers 9. Paulus beschreibt der Gemeinde, wie er hat an dem Ort, in dem er jetzt gerade war, wunderbare offene Türen erlebt. Menschen hören ihm zu. Sie lassen sich ein auf die Liebe Gottes. Und gleichzeitig sagt er, das sind so viele Widerstände. Menschen stehen auf und widerstehen dem Evangelium. Die Luft wird dünner. Und er bittet dann die Gemeinde eben um Unterstützung. Also in dem Moment, wo wir uns aufmachen, offensiv unseren Glauben leben, unsere Berufung leben, da draußen werden wir nicht gleich erwartet und mit offenen Armen empfangen. Einige hören uns zu. Andere tippen sich mit dem Finger an die Stirn. Das wäre die günstigste Reaktion. Paulus erlebt es viel handkräftiger und sein Leben ist immer wieder bedroht. Oder dann sogar hier in Vers 10 vor unserem Text wird deutlich, dass es dann auch eine Herausforderung nach innen gibt. Da ist der Timotheus, der junge Mitarbeiter des Paulus, der nach Korinth kommen wird. Und Paulus muss die Gemeinde auffordern, wenn der Timotheus kommt, bitte bringt ihm Wertschätzung gegenüber ein. Erschwert nicht seine Arbeit. Komisch, da kommt jemand, um der Gemeinde zu dienen, ein junger Mann voller Begeisterung. Und Paulus muss die Gemeinde auffordern, passt auf. Dieser junge Mann war wund. Der hatte schon jede Menge Stress erlebt. Nicht draußen, sondern drinnen in der Gemeinde. Wird er in die Ecke gestellt, disqualifiziert. Du bist zu jung, du bist zu unreif. Der gibt sein Bestes, aber Menschen disqualifizieren ihn. Und das mitten in der Gemeinde, die etwas von der Liebe Gottes gehört hat. Und machen ihm so richtig das Leben schwer. Und Paulus tut alles, um diesen jungen Mann aufzubauen, dass der bei der Stange bleibt und nicht sagt, das war's jetzt. Wenn ich nicht gewollt werde, ich kann auch anders. Sondern er baut ihn auf und er bereitet die Gemeinde darauf vor. Also spürt ihr, wie vielfältig die Herausforderung ist. Nach außen Konflikte, nach innen Konflikte, kennt ihr alles. Und die Frage ist, wie bewähren wir uns darin? Und in der großen gesellschaftlichen Krise, die uns ausmacht.
Wie können wir diese Resilienz entwickeln? Wie können wir diesen Charakterzug entwickeln? Wie werden wir jetzt widerstandsfähig und können uns den Herausforderungen stellen und nicht unter die Räder kommen? Drei Antworten. Ich habe entdeckt, dass sie auch irgendwie alle in der Psychologie zu finden sind, wenn da über Resilienz nachgedacht wird. Und dann finde ich es wieder gigantisch. Ja, da denken Menschen ernst nach, aber eigentlich ist in der Bibel bereits alles erzählt. Also was hilft uns, Resilienz zu entwickeln? Wir brauchen zuerst Geborgenheit. Und wir Christen sprechen von der Geborgenheit, die wir im auferstandenen Christus finden. Das ist die erste Antwort, die ich hier sehe. Vor Kapitel 16 steht Kapitel 15. Das große Auferstehungskapitel war theologisch umkämpft in der Gemeinde. Und Paulus versucht, hier eine Säule einzuziehen. Ohne Auferstehung Jesu ist unsere ganze Theologie vergeblich. Unser ganzes Christsein an den Nagel zu hängen, das ist das Zentrum. Christus gestorben, Christus auferstanden, Christus lebt, Christus zur Rechten Gottes. Wir haben ewiges Leben. Das ist das, was Paulus zutiefst ausmacht und was ihm in seinem Leben alle Sicherheit gibt. Es vermittelt ihm Geborgenheit in den vielen Konflikten, wenn er da im Gefängnis sitzt und nicht weiß, komme ich hier jemals raus? Er weiß, der Auferstandene lebt und meine Zukunft ist die Auferstehung, der neue Himmel, die neue Erde, der neue Körper, den ich haben werde, der nicht mehr von Tod und Schmerzen bestimmt sein wird. Und das bedeutete für ihn, widerstandsfähig zu sein. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Christus, kann er sagen, das ist Resilienz. Da ist was angekommen bei ihm. Die Fähigkeit, in allen Lebenssituationen zurechtzukommen. Ob ich krank bin oder gesund bin, arm bin oder reich, Widerstand erlebe oder Beifall bekomme, Karriere mache oder vor mich hin dümple, ich kann in allem überwinden. Ich stehe, weil Christus, der Auferstandene, in mir lebt. Ich kann widerstehen und leben und überwinden, weil ich für eine Perspektive habe. Wir lesen von den Christen aus den ersten Jahrhunderten, aus den ersten drei Jahrhunderten, aus den großen Pestepidemien, die es damals gab und die ganze Welt damals, die ganze wahrnehmbare Welt betrafen. Wir lesen, dass die Christen ganz anders lebten als alle anderen. Es wird einem der damaligen Herrscher zugetragen, was die Christen im Land tun. Ein schöner Bericht, den man nachlesen kann. Ich habe das jetzt nicht mehr so wörtlich da, könnte ich euch aber zeigen. Da wird dem Kaiser berichtet, die Christen fallen auf dadurch, dass sie ihre pestkranken Familienmitglieder eben nicht abgeben, rausschicken, in die Elendsviertel schicken, isolieren, um sich selbst zu schützen, sondern die pflegen ihre Familienmitglieder. Und dann kommt der Nachsatz, und die pflegen nicht nur ihre Familienmitglieder, sondern nehmen die Pestkranken ihrer Nachbarn auf und pflegen sie. Ich nehme den Corona-Kranken auf, ich kümmere mich um ihn aus Liebe, weil er mich braucht. Und was ist der Grund für solch ein Verhalten? Das Leute, die abgeschlossen haben mit dem Leben, die irgendwie eine falsche Motivation haben. Nein, es sind Menschen, die von der Liebe Gottes durchdringen und die eine Auferstehungshoffnung haben. Das ist ihr Geheimnis. Sie dienen den Todkranken, den Infektiösen, weil sie sich sagen, ich kann es mir leisten. Das Schönste kommt doch noch. Wenn ich mich hier anstecke und verliere, ich werde nur gewinnen. Das ist gelebte Auferstehungshoffnung.
Das ist eine Auferstehungshoffnung, die auf einmal mich heraustreten lässt aus dem Zauber der Angst und der Abgrenzung und der Sorge. Das sind Menschen, die aus einer anderen Kraftquelle kommen, in denen der Himmel die Erde berührt. Der Geist Gottes, der sich in ihnen manifestiert. Leute, das ist unser Erbe, unsere Berufung. Das Leben mit dem Auferstandenen, dieses Überwinderleben. Darum sagt Paulus eben, seid wachsam, hütet euch vor der Unwahrheit, vor falschen Freunden, vor der Desinformation, auch philosophischer Art, weltanschaulicher Art, die euch den Glauben madig machen will. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich habe lieber Theologie studiert, damals auch in Marburg, Hochburg der liberalen Theologie. Rudolf Bultmann war gerade abgetreten, emeritiert. Und ich weiß, was liberale Theologie mit meinem Herzen gemacht hat. Und ich musste durch tiefe Wege gehen der Verunsicherung. Und bin so dankbar, dass Gott mich da durchgetragen hat und ich wachsam werden durfte, um dem Geheimnis des Glaubens wieder neu auf die Spur zu kommen. Ich habe viele Krisen gehabt in meinem Leben, die mich an die Realität Gottes haben zweifeln lassen, an der Liebe Gottes. Warum Gott? Und dann musst du dich durchbeten zum Auferstandenen hin. Wachsam sein und unbeirrbar festhalten am Glauben. Das ist so wichtig, dass wir das lernen in diesen Krisenzeiten. Dass wir festhalten an der biblischen Glaubenslehre und dass wir bei Christus vor Anker gehen, uns in ihm, den Auferstandenen, verankern. Das lässt uns zu Überwindern werden. Frage, wie sieht deine Beziehung zum Auferstandenen aus? Wie sieht sie ganz persönlich aus? Kennst du ihn, den Auferstandenen? Spürst du seinen Herzschlag? Ist er dein Freund geworden, mit dem du dein Leben teilst? Darauf wird es ankommen, dass wir Blickkontakt haben, dass er die Nummer eins in unserem Leben wird, dass wir ihn atmen, in ihm leben und dass das, was er uns sagt, unsere Hoffnung wird. Ein zweiter Aspekt, wenn wir Resilienz entwickeln wollen, wenn wir durchkommen wollen, brauchen wir einander, brauchen wir die Unterstützung der Gemeinschaft. Und in unserem Fall heißt das, die Gemeinschaft mit Menschen, die uns auf dem Weg der Nachfolge sind, mit denen wir gemeinsam Krisen bewältigen, indem wir uns gegenseitig ermutigen, korrigieren und fit machen. Im Umfeld dieses Textes, 1. Korinther 16, spricht Paulus die Gemeinde an, bittet um ihre Unterstützung. Er lebt davon, dass sich Gemeinden mit ihm solidarisieren, für ihn beten, ihn wieder stark machen, ihn finanziell unterstützen, ihm Mitarbeiter mit auf seine Missionsreisen gehen. Er lebt ganz von der Kraft der Gemeinschaft. Er kann nicht ohne Gemeinde sein. Er sucht die Gemeinde jedes Mal, wenn er die Chance hat, weil es der Ort ist, an dem er auftankt, wo er durch die Liebe der anderen bestätigt wird, ermutigt wird und auch korrigiert wird. Ich begleite einen jungen Mann, mittleren Alters, Familienvater, einen Mann, der echt Karriere gemacht hat in der Wirtschaft, ganz viel Verantwortung trug, sehr erfolgreich war, ein toller Typ. Und dann in seinem Unternehmen gibt es einen, der ihn diesen Erfolg neidet und der anfängt, ihn zu mobben, der Lügen und Unwahrheiten über ihn verbreitet, mit dem Ergebnis, dass ihm aufgekündigt wird. Das Unvorstellbare geschieht. Eine Führungskraft des Unternehmens wird ausgeschlossen aufgrund von Lüge und einer Kampagne, die ihn zerstören will. Wir waren damals unterwegs und wir konnten es nicht fassen.
Er trug so viel Verantwortung. Ich hatte gerade vorher gesagt, du trägst so viel Verantwortung. An deinen Entscheidungen hängt so viel, an deinem Rat. Du brauchst unbedingt ein Team, das dich begleitet und das für dich betet. Ich habe ihm dann geholfen, solch ein Fürbitte-Team aufzubauen. Und wir hatten es definiert, alle hatten zugesagt. Und dann erlebt er diesen Prozess. Wir waren atemlos. Und dann bekommt er diese Kündigung, macht sich auf, um seine Rechtsanwälte aufzusuchen. Und auf dem Weg zu seinen Rechtsanwälten wird er angefahren von einem Auto. Einige Wirbel sind zertrümmert. Monatelang lag er flach und konnte sich nicht bewegen, nur unter Schmerzen. Und dann liegt er da und durch Zufall, weil er dann eben öfter bei den Ärzten war, stellt man fest, er hat Prostatakrebs und musste an Prostata operiert werden. Eine sehr komplizierte Operation. Könnt ihr euch vorstellen, wie es in dem Mann aussah? Ein liebevoller Christ. Ihm wird ungerechtfertigterweise gekündigt. Seine ganze Karriere, seine ganze Finanzplanung, er hatte gerade ein Haus gebaut, all das von heute auf morgen kaputt. Wie soll es weitergehen? Dann liegst du da krank mit Schmerzen und weißt nicht, komme ich noch mal auf die Füße. Und dann auch noch krebskrank. Und wir beten für ihn. Wir haben dann jeden Donnerstagabend uns über Zoom getroffen, das Gebetsteam und er. Er lag da leichenblass oft genug, konnte nur seine Not schildern und uns sagen, ihr müsst für mich beten, ich kann nicht mehr. Wie sollten wir beten, wenn du diese Rückschläge erlebst? Du betest erst gegen die Firma, dass da Hilfe kommt, dann betest du, dass der Rücken geheilt wird, dann betest du, dass die Prostata operiert werden kann und er da durchkommt, der Krebs verschwindet. Da ist Resilienz gefragt, bei ihm und bei uns. Und dann sagte er, er betet für mich und dann waren wir herausgefordert und wir haben ihn tatsächlich durchgebetet. Ihr kennt die Geschichte des Lahmen, der von den vier Freunden zu Jesus gebracht wird. Das war unser Ding. Und mussten selbst auf unser Herz aufpassen. Herr, spinnst du? Das waren unsere Gefühle. Das ist dein Sohn. Das erste hat doch genügt. Das zweite geht's noch. Und jetzt das dritte. Und der Herr hat diese Zeit genutzt, um ein Wunder in seinem Herzen zu tun. Er ist so nah bei Jesus wie noch nie zuvor. Mittlerweile kann er wieder laufen. Mittlerweile ist er vom Krebs befreit und ist er gerade in der Wiederherstellung seiner beruflichen Existenz und wieder voller Leben und voller Pläne nach 1,5 Jahren geistlichen Kampf. Aber der Segen der Gemeinschaft, dieses sich öffnen, seine eigene Hilflosigkeit aufdecken, und den Liebesdienst der anderen bekommen. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Das stellt uns in unserer menschlichen Existenz eben mitten hinein in ein Beziehungsnetz. Liebe kann ich nur empfangen und kann ich nur geben, wenn ich Teil einer Gemeinschaft bin. Und in dieser Gemeinschaft, wenn da Liebe anfängt zu fließen, werden wir aufstehen können. Gerald Hüther, der Gehirnforscher, hat gerade ein neues Buch veröffentlicht mit dem Titel Lieblosigkeit macht krank. Und er kommt zu dem Ergebnis, weil sich Lieblosigkeit in unserer von ökonomischen Zwängen beherrschten, globalisierten und digitalisierten Welt zunehmend ausbreitet, werden immer mehr Menschen nicht nur seelisch, sondern auch körperlich krank. Und die Botschaft ist, tritt heraus, such die Gemeinschaft, begib dich unter die Menschen, die dich aufbauen, die dir gut tun. In unserem Kontext, suche die Gemeinde,
lebe Gemeinschaft. Wir sind alle in der Gefahr, jetzt nach Corona Gemeinschaft nur digital zu suchen. Es ist so einfach, sich vor den Bildschirm zu setzen und sich berieseln zu lassen. Aber das ist nicht die Gemeinschaft, in der Liebe fließen kann. Liebe durch die Umarmung, die ich erlebe. Liebe durch die Umarmung, die ich gebe. Durch das Durchbeten dessen, der jetzt die Hilfe braucht. Darum ist das eine der wichtigen Botschaften für euch. Du brauchst ein starkes Beziehungsnetz, vor allem mit deinen Mitchristen in der Gemeinde. Du brauchst die Kleingruppe. Du brauchst die Menschen, die dir geistlich voraus sind, an denen du dich orientierst, die du bittest, sprich bitte in mein Leben rein. Darf ich dich zum Rechenschaftspartner bekommen? Ich möchte transparent werden und brauche deine Korrektur, deine Hinweise, wo da blinde Flecken in meinem Leben sind. Und wir brauchen Gemeinschaft, in der wir uns entscheiden, einander zu lieben, mit dem anderen unterwegs zu sein. Das lässt uns gesund werden, sagt der Gehirnforscher. Und die Bibel sagt es uns längst. Das Liebe, die fließt zwischen uns, das ist, was uns stark macht, zu überwindern macht. Frage: Bist du proaktiv unterwegs, ein gesundes Beziehungsnetz aufzubauen in den guten Tagen, die du hast? Jetzt ist es angesagt. Nicht zu warten, dass andere mich einladen und mich entdecken, sondern dass du dich auf den Weg machst, dein Wohnzimmer öffnest, zum Telefon greifst, um Beziehung zu suchen. Und nicht Beziehung, um nur bedient zu werden, sondern um zu dienen. Damit wird ein Segen in dein Leben hineinfließen. Bist du bereit, aktiv die Beziehungen zu leben, die Gott dir mit seiner Gemeinde anbietet? Und das bedeutet, ich muss vergeben, ich muss versöhnen, ich muss all das überwinden, was dich abhält, um deiner selbst willen und um der anderen willen, die dann durch deine Liebe gesegnet werden. Und das Letzte, was ich sagen möchte, du musst trainiert werden. Resilienz fließt uns nicht einfach zu, sondern sie muss trainiert werden. Und da ist die Gemeinde das Trainingszentrum. Seid mutig und seid stark, sagt Paulus. Ja, wie entwickle ich denn Stärke? Also jeder Sportler von euch und jeder, der etwas für seine Gesundheit tut und auf den Gedanken kommt, ins Fitnesszentrum zu gehen, weiß das. Ich muss meinen Körper trainieren. Ich muss ihm etwas zumuten. Ich muss an die Grenzen geführt werden. Ich brauche einen Plan, wie ich körperliche Stärke und Gesundheit entwickle. Und wenn du geistlich wachsen willst und geistliche Stärke entwickeln willst, brauchst du ein geistliches Trainingszentrum. Und das ist die Gemeinde. In Epheser 4 beschreibt Paulus, wie er die unterschiedlichen Menschen in Verantwortung ruft, damit sie der Gemeinde das anbieten können. Ein Trainingszentrum, das die Gemeindeglieder stark macht und sie vorbereitet auf die reale Welt und sie hilft, ihnen hilft, ihrer Berufung nachkommen zu können. Das heißt aber für ganz viele Christen in unserem Land, und ich weiß nicht, vielleicht auch für dich, dass sie das Bild von Gemeinde, ihre Erwartungen an Gemeinde verändern müssen. Ich will es mal ein bisschen pointiert sagen. Für viele ist Gemeinde eine Wohlfühloase mit möglichst hohem Unterhaltungswert. Und wenn Gemeinde mir das nicht mehr bietet, dann suche ich die Alternative. Das ist Gemeinde nicht. Wohlfühloase, wo Menschen da sind, angestellt sind, die meinen Bedürfnissen begegnen sollen. Wo da vorne ein Bühnenprogramm geboten wird, das meiner Seele gut tut. Wo ich bestärkt werde in meinen Lebensentscheidungen, die ich ja schon längst getroffen habe.
wo man mir nur noch sagen will, dass ich richtig bin und dass alles das, was ich entschieden habe, auch okay ist. Aber das ist nicht Gemeinde. Gemeinde ist die geistliche Muckibude, wo es gilt zu wachsen, zu reifen, wo ich an die Grenzen komme. Ihr könnt an dem, was ihr an Konflikten erlebt habt, zerbrechen oder geistlich wachsen. Ihr seid gerade mitten in diesem Training drin. Stellt ihr euch dem und kommt gestärkt daraus hervor? Oder weicht ihr vor dem Kampf auf? Und das ist immer und immer wieder die Realität. Wenn ihr jetzt in eine Phase eintretet, der Harmonie, des Wachsens, der Begeisterung, das wünschen wir uns sehr, nach der Krise ist vor der Krise. Können wir nicht vermeiden, weil wir da einen Gott haben, der uns trainieren will und weil da ein Widersacher ist, dem die harmonisierte Gemeinde ein Dorn im Auge ist, der alles tun wird, um uns auszuboten. 1. Timotheus 4, Vers 7 sagt Paulus, übe dich darin, sagt er dem Timotheus. Und er benutzte das griechische Wort Gymnazo. Gymnastik hören wir. Übe dich, trainiere dich darin, den Willen Gottes zu tun, im Glauben zu wachsen. Und das fordert einen geistlichen Plan, das erfordert geistliche Disziplinen, das erfordert einen Lernhunger in uns, eine Wachstumssehnsucht, eine Korrekturwilligkeit, das bedeutet Rechenschaftsbeziehungen, Zweierschaft, dass ich hier sitze am Sonntagmorgen und nicht unterhalten werde, sondern mein Notizbuch dabei habe und wie ein Weltmeister mitschreibe, um all das zu Hause nachzuvollziehen, nachzubeten, dass es Teil von mir wird und nicht nur ein nettes Ereignis bleibt hier. Ich habe solche Gemeinden kennengelernt. Ich bin viel in der Welt rumgekommen. Times Square, David Wilkerson in New York. Wir gehen in den Gottesdienst, können gar nicht rein, weil schon eine Stunde vorher alles voll ist. Aber da waren ja noch 5 andere Gottesdienste an dem Sonntag. Wir nehmen uns einen späten Nachmittag, waren eine Stunde vorher da und wieder war kaum Platz zu finden. Ich sitze neben einem jungen Mann eine Stunde vor dem Gottesdienst, der las die ganze Zeit seine hebräische Bibel. Ich stoße ihn an, bist du ein Theologiestudent? Nein, aber ich möchte so gerne die Bibel in den Ursprachen lesen. Dann hatten wir ein sehr schönes Gespräch. Die Menschen saßen da betend, erwartend. Sie hatten die Notizblöcke auf dem Schoß. Und dann der Gottesdienst, die Predigt. Ich selbst habe wie ein Weltmeister mitgeschrieben und hatte eine tolle nächste Predigt zu geben. Hab gelernt. Das ist Gemeinde Jesu. Wir lernen, wir wachsen und wir suchen das. Und wir werden stark. Ergreife diese Chance zu erwachsen und ergreife all das, was der Herr dir zuspricht. Ich habe einige Bibelstellen zusammengestellt, die ein griechisches Wort beinhalten, das ich an diesem Punkt wie so eine gute Nachricht von Gott empfangen habe. Auch etwas, das ich erst vor wenigen Wochen entdeckt habe. Das griechische Wort endynamo. Endynamo heißt übersetzt stark machen, stärken, bevollmächtigen. Und der Herr gebraucht dieses Wort im Mund des Paulus, um quasi seine Gemeinde wirklich aufzupumpen mit seiner Kraft, um sie stark zu machen. Ich zeige euch einige wenige dieser Texte. Römer 4, Vers 20. Abraham zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben. Endynamo. Er wurde gestärkt, er wurde bevollmächtigt, weil er Gott die Ehre gab. Das war der Plan von Abraham. Ich ehre Gott durch Anbetung und erlebe, wie er mich stark macht. Epheser 6, Vers 10. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Paulus als Teamtrainer, der Gemeinde sagt, Leute, ihr habt Kämpfe zu bestehen, seid auf der Hut und zieht die Waffenrüstung Gottes an. Können wir jetzt nicht entfalten, was das alles heißt, aber wir spüren, wie hier Gemeinde fit gemacht werden soll.
Und er selbst, Philipper 4,13, hatte ich schon mal zitiert, alles vermag ich in dem, der mich stark macht, von Gott her kommt Bevollmächtigung und er redet mich stark, macht mich stark. 2. Timotheus 2,1, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Paulus wird hier zum geistlichen Mentor, zu einem persönlichen geistlichen Fitnesscoach dem Timotheus gegenüber und bereitet ihn vor und redet ihn stark. Und 2. Timotheus 4, der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Botschaft ausgebreitet würde und alle Heiden sie hörten. Und wir spüren, wie es nicht nur darum geht, stark zu sein, um persönlich durchzukommen, sondern auch stark zu werden, um die große Mission zu erfüllen, die Gott uns anvertraut hat. Ich finde das gigantisch, einen Gott zu haben, der mich kennt in meiner Begrenzung und der mich stark reden will und stark machen will in seinem Geist, durch sein Wort, in der Gemeinschaft, durch Trainer, die er mir gibt. Was ist dein Plan, um trainiert zu werden? Wo lässt du dich trainieren? Durch wen lässt du dich trainieren? Wie lässt du dich trainieren? Du brauchst einen Plan, ein Konzept, um geistlich wachsen zu können. Das geschieht nicht von alleine. Und nur zum Gottesdienst kommen, ohne dass du in der Woche deinen Plan hast und dein Konzept lebst, bist du von Resilienz weit entfernt und hast du kaum die Chance, in den kommenden Krisen bestehen zu können. Ein sehr ernstes Wort, aber auch ein sehr verheißungsvolles Wort an uns. Das zu erwartende Resultat, ich komme zum Schluss, ist, dass Menschen sich so verändern, zu einem Überwinderleben finden, dass sie am Ende mit strahlendem Lächeln ins Ziel finden. Ich habe gerade eine 100-Jährige beerdigt. Das war die fröhlichste und schönste Beerdigung, die ich je hatte. Eine Frau, die nur Probleme in ihrem Leben hatte. Eine Geschichte mit 22 Jahren. 1944 heiratete sie ihren Geliebten. Am Tag nach der Hochzeit musste der an die Front und kam nicht wieder. 1000 solcher Geschichten. Jeder, der dieser Frau in unserer Gemeinde begegnete, wurde verzaubert durch ihre Liebe, durch ihr Strahlen. Sie hat keinen Gottesdienst verpasst, wurde die letzten Monate eher mehr reingetragen, als kam reingelaufen. Aber sie musste unter ihren Geschwistern sein. Wenn ich ihr die Hand gab, ergriff sie die Hand, hielt sie mit beiden Händen fest, strahlte mich an und in ihren Augen habe ich Jesus gesehen. Ein triumphierender Zieleinlauf. Und jeder, der ihr begegnet war, war berührt und gesegnet durch sie. Gestern, ich glaube, war es gestern, war in der Losung ein Gebet oder ein Wunsch von Hans-Dieter Hüsch, dem niederrheinischen Kabarettist und Schriftsteller, Schauspieler, kommt aus meiner Heimatstadt zu lesen. Ich habe gedacht, wow, das ist es. Lasst es uns gemeinsam lesen. Jeder soll es sehen. Und jeder soll nach Hause laufen und sagen, er habe Gottes Kinder gesehen. Und die seien ungebrochen, freundlich und heiter gewesen. Das ist zum Heulen schön. Das ist Gemeinde. Das ist der Traum von Gemeinde. Menschen kommen hier rein, wissen, dass wir alle Probleme haben, alle Sorgen haben, alle Ängste kennen. Aber wir sind Kinder Gottes und wahrgenommen wird, dass wir keine gebrochenen Menschen sind, sondern freudig und heiter sind, weil die Zukunft Jesus heiße und weil die Liebe alles überwindet und Himmel und Erde eins wären und Leben und Tod sich vermählen
und der Mensch ein neuer Mensch werde durch Jesus Christus. Das spreche ich euch zu. Das ist eure Berufung. Amen.